Das Männermagazin Maxim kürt sie zur Woman of the Year. In Italien wird sie bereits als neue Michelle Hunziker gehandelt. Überall, wo Xenia Ciumiceva auftritt, zieht sie alle Blicke auf sich. Sicher auch im heutigen Lifestyle. Ich treffe sie jetzt dann gerade bei meinem Shooting. Und das sind die weiteren Themen in der Sendung. Heisse Öfen an der Swiss Motto. Wir zeigen die schönsten und die schwersten. Ballet for everyone, pas de deux für Spätentschlossene und feinen Spinatsalat mit Crevette, serviert vom Stahlkoch Jackie Donuts. Da ist sie gerade angekommen aus Lugano. Ciao, Xenia. Ciao, wie geht's? Hallo. Gut, gut. Und dir? Hast du früh aufstehen? Ja, um 6 Uhr. Und ich habe im Zug geschlafen ein wenig. Und voilà, bin ich da. Du siehst lässig aus, so natürlich. Ist das so ein bisschen der Natural Look von der Xenia? Ja. Normalerweise gehe ich ohne Schminken, ohne nichts im Zug und so, klar. Und ich entspanne mich einfach. Ja, normalerweise nicht. Ich bin nicht so vor der Kamera. Du siehst super aus. Du kannst dir das ja leisten. Eine grosse Tasche hast du dabei. Ja. Was hast du alles mitgenommen für das heutige Shooting? Also, ich habe Pantoffel genommen. Ich habe ein iPad, wo ich lese viele Sachen, als ich bin im Zug, also ein BH. Einfach ganze Haufen Sachen. Eine Creme für meine Beine, nichts Spezielles, aber weißt du, Basics, wenn du ein Shooting hast, du machst es immer. Ich gratuliere dir von Herzen, du bist nämlich der Mix aus Unternehmerin und ein bisschen sexy Lolita und das hat dir wahrscheinlich auch den Titel Woman of the Year von Männermagazin Maxim eingebracht. Oder was meinst du, wieso hast du den Titel geholt? Das ist sehr, sehr, sehr nett, danke. Gute Frage, ich weiß es nicht, aber es ist so eine Ehre, sowieso. Es war so cool. Sie haben mich auch nachher eingeladen in einige Fernsehshows und solche Sachen. Und es ist immer eine Überraschung, weil du hast eine Karriere seit vielen Jahren und du erwartest dich nicht mehr solche Sachen. Und dann die kommen als einfach eine tolle Highlight. Wie du dich heute beim Shooting wirst präsentieren, das gehen wir nachher miteinander schauen. Ich bin gespannt, ob eher als Vamp oder dann doch eher businessmässig. Wir reden jetzt über etwas, wo du sicher auch im Kasten hast, so ein bisschen den Biker-Look. Wie viele Lederjacken hat Xenia daheim zu Lugano? Eigentlich viele. Ich habe viele, viele Lederjacken. Ich liebe sie. Alle Farben habe ich. Und Biker-Look, ich weiß nicht. Ich bin mehr ein Hip-Hop-Person, aber die Jacken sind cool. Wie willst du Xenia auf den Bildern rüberbringen? Also vor allem, dass man den Charakter sieht, ihren Kopf und ihre schönen Augen. Und dazu haben wir feine Oberteile, Uni und weite Hosen ausgewählt, die ihr sicher extrem gut stehen werden. Und wie gefällt dir der Look? Ja, ich war total überrascht. Es ist eine tolle Wahl, weil ich hatte erwartet etwas, weißt du, exaggerated und so fashionmäßig. Und eigentlich, das ist sehr fein und sehr classy und das ist mein Lieblings. Du zeigst gar keine Beine, warum nicht? Eigentlich? Willst du wissen? Ja, gern. Nein, einfach Business. Genug Beine. Jetzt dieses eine andere Seite von gesehen. Ist es nicht, weil deine Beine etwas verstochen sind? Was meinst du verstochen? Verstochen von den Moskitos? Nein. Ja. Tatsächlich, verstochen von dem... Das musst du nicht im Fernsehen sehen. Nein, das sieht man nicht im Fernsehen, wir sind gar nicht da. Da hat es noch einen Haufen Accessoires, die darfst du nachher alle behalten und heimnehmen. Also, ich weiß nicht, das ist sehr schön, oder? Es ist businessmäßig, aber classy und sexy, alles zusammen. Ich habe gerne Jimmy Choo und solche Sachen. Reden wir ein bisschen über deine Karriere, Xenia. Du modelst, du singst, du moderierst eine Fernsehsendung auf Rete Quattro. Was kommt als nächstes? Hollywood? Nein, gar nicht. Also Moderation geht es weiter. Ich habe es sehr, sehr, sehr gerne und ich habe diese Fernsehshow seit einem Jahr. So, es läuft gut und ich habe gerne, weil es spricht ein wenig Entertainment, aber über Substanz und Firmen und wir promoten Leute, die etwas machen wollen und junge Leute und Unternehmen. So, für mich ist es total cool und Italien, es ist spannend. Aber sonst weiter so einfach Branding. Ich habe viele Projekte für dieses Jahr, neue Projekte und die sind alle in denselben Bereich, so Moderation und Branding, Retail, Produkte. Du bist nicht nur eine von der schönsten Frauen von der Schweiz, sondern auch eine von der ehrgeizigsten. Woher kommt der Ehrgeiz bei dir? Wahrscheinlich von meinen Eltern. Ich glaube, mein Vater, meine Großmutter, die sind immer in dieses Spirit mich aufgewachsen. Aber sonst, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so ehrgeizig bin. Ich habe es einfach sehr gerne, was ich mache.
Du hast tolle Vorbilder, Oprah Winfrey, Richard Branson, Donald Trump. Was hast du mit denen gemeinsam? Also sicher, Oprah ist ein Vorbild für mich, weil sie macht viel für die Leute in den richtigen Weg. Also sie hat ihre Berühmtheit benutzt, um etwas mehr zu machen für die Leute. Und sie stellt in der ersten Stelle die Menschlichkeit. Und das ist sehr wichtig. Du wirst häufig mit Michelle Hunziker verglichen. Ist sie auch ein Vorbild von dir? Ich habe sie gerne. Ich glaube, sie hat etwas geschafft, das nicht viele können machen, es in zwei sehr verschiedene kulturelle Ländern eine Karriere zu aufbauen. So Deutschland und Italien, die sind total unterschiedlich, aber sie hat es geschafft. So ist es sehr cool. Michelle schwebt im Liebesglück mit dem Tommaso Trussardi. Wie das bei dir aussieht, die Sache Amore. Das erfahren wir gerade. Zuerst gibt es Home Delivery mit dem Christian Beck. Du bist jetzt gerade frisiert und geschminkt fürs Shooting. Schaust du jetzt auf die Ernährung, bevor du vor die Kamera gehst? Also ich sollte, aber dieses Mal habe ich nicht viel geschaut. Aber weißt du, wenn es Fotoshooting im Bikini ist, dann ist klar, du willst einen flachen Bauch haben oder total perfekt aussehen. Und wenn es ein wenig mit mehr Kleider ist, ist ganz egal. Ich finde es wichtig, ist, eine gute Haut zu haben. Liebe geht ja auch durch den Magen. Wann bist du das letzte Mal verliebt gewesen? Wow, das ist sehr eine interessante Frage. Wer weiß, was Liebe ist? Ich weiß nicht. Immer wieder hat es wegen Männern an deiner Seite ein bisschen Gerüchte in den Medien. Der Formel-1-Star Fernando Alonso ist mal gehandelt worden, gerade kürzlich ein spanischer Unternehmer. Alles bloß PR-Gags. Also ich hasse diese PR, wenn es PR ist, weil für mich ist es nur zerstörend und ist nicht gut für meine Arbeit. Weil was passiert ist, ich bin zuerst zum Beispiel diese spanische Unternehmergeschichte, er war mein Boss und sie haben uns, ich weiß nicht warum, zusammen irgendwo, ich habe eine Kampagne geshootet von einer Airline mit ihm und dann sie haben gesagt, dass wir haben ein Romance und das war gar nicht ich, das war eine andere Blondine mit ihm. Das ist einfach Media, oder? Und für mich ist zerstört meine Arbeit, weil ich bin dann der Frau von. Ich will nicht die Frau von sein, ich bin mich selber. Du sagst ja, berühmt sein, was du ja bist, ist ein Spiel. Und wie fest ist für dich dann die Liebe ein Spiel, Xenia? Berühmt sein ist sicher ein Spiel, weil du, wenn es ernst nimmst, dann du wirst verrückt. Es ist klar, du bist einfach eine normale Person und als die Leute denken an dich, als du diese Superstar oder Star bist, es ist nur eine Linse, die sie sehen. Aber dann die Person ist immer dieselbe reelle Person. Liebe ist gar nicht ein Spiel, klar, oder? Du wünschst dir ja einen starken Mann. Wie stark darf er sein? Auch stärker als du? Ich glaube schon. Das ist immer mein Paradox im Leben. Weil, klar, ich will jemanden haben, der ich, wie sagt man, admire. Bewundere? Bewundere, ja, genau. Aber es ist nicht so einfach, weil dann starke Persönlichkeiten klatschen. Wie stark du vor der Kamera bist, das sehen wir nach den Hotshots und die hat zusammengestellt Andrea Wiel. Sexy people look at me, beauty is my therapy. These playboys look cute like money, these playgirls look cute like cash. Mirror, mirror on the wall, who's the hottest of them all? Mirror, mirror. Früher hat man dich häufig eher als Lolita gesehen. Jetzt ein kompletter Imagewechsel. Wieso das? Es ist nicht so ein komplettes Imagewechsel, aber Lolita war einfach eine mediatische Kreation. Die Medien wollten mich so sehen. Und klar, ich war 18 Jahre alt. Es ist sehr klar, dass es ein Image, das passt ein wenig. Aber dann ich aufwachse und ich bin einfach bequem so. Du willst nicht nur schön sein, sondern betonst auch immer wieder, dass es wichtig ist, intelligent zu sein. Hast du ein Trauma, dass du das immer wieder so betonst? Ich mache das nicht extra, damit ich will intelligent aussehen. Ich bin ganz ruhig und normal. Wenn ich schreibe eine Kolumne, das über
ich weiß nicht, meine Gedanken spricht. Das heißt nicht, dass ich will unbedingt intelligent sein. Ich bin einfach mich selber. Und sehr oft, das kommt raus, als ob es komisch ist, dass ich kann sexy Fotoshoots machen und nachher etwas studieren oder viele Sprachen sprechen. Es ist ja sicher nicht ganz einfach, wenn man so schön ist wie du. Bist du schön für die Welt? Gar nicht, come on. Es gibt so viele schönere Frauen, so viele. Es ist einfach passiert, dass ich in der Schweiz oder so eine Medienarbeit habe. So, ich bin in den Spotlight, aber ich bin sicher, es gibt so viele Frauen auf der Straße, die nicht berühmt sind und die sind viel schöner so. Wir reden über deine Gesangskarriere nach unserem nächsten Bericht. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Das Zitat könnte eigentlich von dir sein. Es ist aber von einem von deinen philosophischen Vorbildern, von Nietzsche. Ich hoffe, dass dein Song «So Beautiful» kein Irrtum war und dass er gut ankommt beim Publikum. Es kommt gut raus. Es ist ein wenig zu früh jetzt. Wir haben noch kein Promo gemacht. Wir werden ein Video shooten in Miami in einem Monat. Aber es läuft gut auf iTunes und ich bin zufrieden. Aber das ist nicht eine Karrierewahl, sonst einfach ein Highlight. Ich bin sowieso Moderatorin und das ist mein Hauptjob. Also jetzt kommt nicht noch weitere Single raus oder sogar ein Album von der Xenia Tschumitscheva? Ja, wenn ich Zeit hätte, gerne, aber nein, nicht wirklich, nicht im Moment. Du willst ja auch Russland erobern. Wie genau? Okay, Russland. Ich habe moderiert in der Ukraine und sie haben mir offeriert, eine Fernsehshow von Russland zu moderieren. Aber es kommt noch in 6 Monaten oder so und wir sind noch am Negotiationen zu machen, so Verhandlungen, schauen wir. Ich wünsche dir toi 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 in deiner weiteren Karriere. Danke vielmals, dass du so spontan uns hast reinschauen lassen. Das Shooting ist vorbei und darum kann ich dir jetzt hier unsere Hüppe überreichen. Etwas Süßes. Alles Gute, Xenia. Danke, alles Gute, danke. Und Sie daheim, Sie können jetzt eine Frage beantworten, und zwar über diese schöne Frau hier.